Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Mad Games Tycoon Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei zockt Mad Games Tycoon. Wir starten ein neues Spiel, weil das andere Spielchen mir bei meinem Rechnercrash vor circa 3 Wochen hops gegangen ist. Dann hatte ich 2 Wochen Urlaub und jetzt müssen wir neu starten. Ja, bin noch nicht so ganz, also ich weiß noch nicht so ganz, ist das jetzt immer noch Staffel 7 oder schon wieder Staffel 8? Weil Staffel 7 hat nur eine Folge und danach war Crash. Gute Frage, ne? Nächste Frage. So, wir heißen Nick Frei, unser Firmennamen ist Panda Games. Wir haben dieses Panda-Gesicht, wir sitzen in Deutschland. Wir sind männlich und wir haben Spielbedingungen. Schalten wir alle Features frei? Dann überlegen. Nö. Tutorial deaktivieren. Hört sich gut an. Das passt. Ich glaube, das passt. So. Spezialgebiete. Wählen wir aus die perfekte KI und natürlich die WSIM, weil wir sitzen in Deutschland. Des Weiteren machen wir hier Programmierkenntnisse um 3 Punkte hoch und Geschwindigkeit um 2 Punkte hoch. Wir wollen ein normales Spiel. Wir wollen 1980 starten. Das ist alles neu. Und wir wollen auf legendär beginnen. Scheitern, untergehen. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Pause. So, die UI ist scheinbar auch wieder ein bisschen kleiner geworden. Von der Standardeinstellung her. So, Ich bin so ein ganz klein bisschen halbschwanger. Ich kenne Methode, wie du eigentlich ganz gut startest. Aber ich weiß nicht, ob die funktioniert. Ich habe das auch vorher nicht getestet. Warum soll ich auch? So, und ja, wir verdienen erstmal ein bisschen Geld. Wir machen mal ein paar Arbeitsaufträge. Wir fangen hier oben mit dem an, den 5000er. So, mal gucken, wie schnell das jetzt geht. Wir haben uns ja ganz gut geskillt. Sollte eigentlich relativ flott laufen. Machen wir erstmal wieder ein bisschen Konto voll, wenn es geht. Machen hier Aufträge nach Aufträge nach Aufträge. Wir werden erstmal niemand einstellen und ich habe auch nicht vor, einen Kredit aufzunehmen. Weil ich, wie gesagt, nicht genau weiß, wie der ganze Spaß hier läuft. Bei meinem letzten Versuch lief es nicht gut. Ja, da habe ich meine bewährte Taktik versucht, indem ich hier ein großes Büro reinbaue, möglichst viele Stühle, alles einstelle, was ich kriege am Personal und dann Spiele entwickle, die kontinuierlich verbessere, in der Hoffnung, damit möglichst schnell möglichst viel Geld zu machen und dann Engines rauszuhauen, wie die Bekloppten. Falsch. Falscher Knopf. Arbeitsaufträge suchen wir. Es schneit. Neues Wetter, es schneit. Da wird es mir richtig kalt, ja. Ich meine, wir haben hier gefühlte Temperaturen jenseits von Gut und Böse. Mir ist warm eigentlich, aber wenn ich hier die Schneeflocken sehe, wird es mir sofort fröstlich kalt. Ein Spiel mit eingebauter Klimaanlage. Du siehst Schneeflocken und dich friert's. Psychologisches Gadget. Ja, richtig spannend, ne? Wie der Nick Frei da sitzt und macht Aufträge. Grafiken erstellen, Homepages erstellen, Game Designs erstellen und sammelt damit ein bisschen Geld. Oh, oh, oh. Wir steigen im Auftraggeberrang. Wir haben schon 1,2% Vertraulichkeit, weil wir die Aufträge abschließen, die wir annehmen. Schon gigantisch. So.
Ich würde sagen, wir machen dann mal ein Spiel. Ich habe nur irgendwie so das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll, dass das Spiel nicht gut wird. So ohne Engine. Wie nennen wir das mal? Wir können es uns gar nicht leisten. Wir können uns das Spiel gar nicht leisten. Es kostet mindestens mal 33.000. Wir haben keine 33.000. Müssen wir wohl warten, dass es mehr Aufträge gibt. Ich hätte das Wetter deaktivieren sollen. Regenwetter ist depressiv. Das macht mich traurig, wenn es regnet und wir keine Aufträge haben. Schön, dass es eine neue Forschung gibt. Wir haben kein Forschungslabor. Weil wir haben kein Spiel programmiert. Weil für ein Spiel zu programmieren brauchen wir ja 33.000. Die haben wir ja nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich einen Kredit aufnehmen soll. Aber Kredite sind verdammt teuer, sage ich nur. Oh, wir können Kredit aufnehmen über 25.000. Das ist neu. Ja gut, das können wir uns leisten, würde ich mal sagen. Dann entwickeln wir jetzt mal ein Spiel. Wie nennen wir das Ganze? Wir nennen das Burgballer, weil Ballerburg ist ein richtiges Spiel. Das hat mit dem hier nichts zu tun. So, Burgen. Arcade. Ohne Engine. Das wird bestimmt ein Flop, das Spiel. Ja, komm, passt schon. Ich habe keinen blassen Dunst, was ich hier einstellen soll. Normalerweise würde ich sagen, Arcade-Spiel hat... Naja, ich habe ja einen Spicker. Aber ich will den Spicker nicht nutzen. Optik, Spiellänge, Atmosphäre, einsteigerfreundlich, Casual-Spieler. Ich habe keine Ahnung, ob das taucht, was ich da gerade einstelle. Ich glaube, das braucht wenig Technik. Boah, ich habe keine Ahnung, ey. Wirklich, ich habe null Ahnung, was ich hier mache. Die Sprache kostet uns 5.000. Wir machen mit dem Spiel sowieso Verlust. Ja komm, lassen wir es drin. Es kann nur im Fiasko enden. Packen wir es an. Wir programmieren erstmal sehr aufwendig die Textausgabe. Alter, braucht der lang. Und er hat einen Bug reingemacht. Das darf nicht wahr sein. Für was tauchst du? Entschuldigung, dass ich gehen muss, aber dieser Start von den Spielen ist immer so durchwachsen. Gibt keinen flüssigen Start, du musst immer das Gleiche tun, bis du Geld verdient hast, um dann die Geschicke deiner Firma zu lenken. Aber wenn er dich nicht eilt und das Spiel bald fertigstellt, gibt es eine Engine. Und wenn es eine Engine gibt, dann will keiner mehr mein Spiel. Ja, schön, dass er einen Bug hingehauen hat, ey. Keine Skillpunkte, dafür ein Bug. So, Ballerburg ist fertig. Wir veröffentlichen, wir suchen uns einen Publisher. Wir nehmen den, der Arcade-Spiele macht und uns 5 Dollar zahlt. So, Spiel ist fertiggestellt. Wir machen immerhin 29%.
Wir machen mal einen Bugfix. Machen wir sonst noch irgendwas? Ich würde sagen, nö, erstmal nicht. Mindestens eine Verbesserung. Ja, dann halt neue Spielmodi. So, jetzt müsste das Spiel bugfrei sein. Frei. Oh, wir verkaufen noch fast 100 Stücke. Ich bin begeistert, aber die Preise sind wohl so bescheiden, dass da nicht viel geht. Ja, super. Wir könnten jetzt eine Forschung aufbauen. Es ist irgendwie, es ist total beknackt. Wir brauchen Aufträge, Leute. Wir brauchen Aufträge. Es hilft alles nichts. Wir brauchen Aufträge. Das hier wäre ein schöner Auftrag. Wenn ich wüsste, was man bei Denkspielen einstellen muss, um 49% zu kriegen, würde ich den Auftrag annehmen. Weiß ich aber nicht. Denkspiele haben wir noch nicht entwickelt, haben wir nicht weiterentwickelt. Wir haben noch keine QA-Abteilung, die uns sagt, wo es in die richtige Richtung geht. Ist eigentlich schon ziemlich frustrierend auf dem Level, wo wir hier stehen. Wir versuchen einfach nur zu überleben. Können die nicht mal Marketing machen? Burgballer ist bald vom Markt und wir machen einen Haufen Kohle miese. Wir müssen mindestens 25.000 zurückzahlen. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Oh komm, gib mir mal einen Auftrag hier. Was ist denn los mit dem Spiel? Es kommen keine Aufträge mehr rein, ey. Du sitzt nur da rum, puppelst in der Nase und wartest drauf, dass du pleite gehst, oder wie? Ich meine, legendär ist ja gut und schön, aber legendär unspielbar, oder wie? Nee, ich kann mir keine Messe leisten. Aufträge. Wisst ihr, ihr habt nicht die Chance, Kohle zu verdienen am Anfang. Uns kommen keine Aufträge rein, mit denen ihr Geld verdienen könntet. Wie soll es Progress geben? Also das Spielbalancing hier, das stimmt noch hinten und vorne nicht. Ich meine, gut, das ist legendär. Das kann man jetzt aber alles sehen, wie man will. Legendär muss nicht unbedingt heißen, dass das Spiel unspielbar ist, ne? Und was wir hier gerade haben, ist eine unspielbare Situation. Ich bezahle Zinsen für einen Kredit, der verpufft ist. Ja, es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss in die pure Expansion gehen. Ich muss einfach alles riskieren. Eigentlich ist es ein schlechter Witz. Ich muss alles riskieren, um irgendwas ans Laufen zu kriegen, womit wir Geld verdienen können. Ja, und das ist... Hardcore. Ich bin kein Fan von dieser Art, das Spiel zu starten. Das ist nämlich Glücksspiel. Das ist... So wie wir jetzt starten, ist das im Prinzip ein pures Glücksspiel und hat wenig mit Wirtschaftssimulation zu tun. Da könnte ich genauso gut einen Lottoschein ausfüllen und könnte darauf hoffen, dass ich gewinne. Ja, weil ich muss darauf hoffen, dass ein guter Auftrag reinkommt und ich Geld damit verdiene. Was hat das mit einer Wirtschaftssimulation zu tun?
Nur mal so zum Nachdenken, ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde das so. Das ist, ich könnte einen Lottoschein ausfüllen, könnte mich hinsetzen und könnte warten, dass ich 10 Millionen gewinne. So sitze ich jetzt hier und habe ein Büro gebaut und warte drauf, dass ich einen Auftrag kriege. Es ist exakt das Gleiche. In der Wirtschaftssimulation beschließt du etwas zu produzieren und aus eigenem Antrieb heraus ein Produkt zu erschaffen, mit dem du Geld verdienst. Und das ist uns hier nicht vergönnt, weil das Produkt zu erschaffen wäre ein Spiel, das Spiel floppt, wir machen miese damit und wir müssen dafür so viel Kohle ausgeben, dass wir hinterher pleite sind. Und das ist Lottospielen, das ist Lottoschein ausfüllen. Oder mein komplettes Vermögen auf Rot. Doppelt oder nix. Auftrag. Auftrag. Und der ist mal was wert. Der bringt mal 5000 ein. Da kann man doch direkt mit arbeiten. Jetzt ist auch noch Arcade Cyborgs. Nee, also Arcade Cyborgs ist hip. Unbeliebtes Geschicklichkeitsschiffer. Null Zinsen zahlen wir eigentlich? 2000 Dollar Zinsen. Wie sollen wir die Kohle beikriegen? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich will mich ja jetzt hier nicht dauerbeschweren, aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass das irgendwie der Entwickler sieht und sich mal Gedanken drüber macht, dass Balancing hier passt. Wir haben 2500 Fans verloren mit Ballerburg. Wir haben null Fans. Was? Ich bin ein... Ne, ich bin der Schlechteste. Ja, wunderbar. Wie soll ich denn der Beste sein ohne Geld? Okay. Aber wir geben nicht auf. Ich habe mittlerweile ein Power-Mindset. Das bedeutet, wir schaffen das irgendwie. Also ich weiß theoretisch, wie es geht. Also ich bin eigentlich also wenn man es genau nimmt, bin ich eigentlich ein Wirtschaftseunuche. Ich weiß, wie es geht. Aber ich kann es nicht, oder wie? Alter, ey, jetzt mach mal hin hier. Kommt gleich das nächste, was ich erforschen kann. Ich habe keine Kohle mehr. Ich gehe pleite, wenn das hier so weitergeht. So, Engine programmieren. Neue Engine. Arcade. Arcade. Features. Alle Features. Jo, wir brauchen erstmal Asche. Und zwar richtig Asche. Also nochmal 50.000 obendrauf. Damit es dann richtig schön in die Pleite geht. Wir brauchen 9000 Cash und 15%, anders lohnt sich's nicht, die Arcade Engine zu verkaufen. Und das ist mein verzweifelter Versuch, ein Produkt rauszukriegen, mit dem wir Geld verdienen können. Weil sonst gehen wir um. Das neue Feature. Mama, Mama. Ja, super. Geschicklichkeitsengine. Wir sind billiger. Es ist, wenn man sich das mal ganz normal betrachtet, also ich muss ja... Also ich, ja, also ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Ich habe mich intensiv mit Wirtschaft beschäftigt. Und zwar nicht mit Wirtschaft à la BWL, wir verwalten unsere Firma, sondern mit Wirtschaft wie, wir gründen wie ein gescheites Unternehmen. Und das hier ist keine gescheite Existenzgründung.
Also ganz im Ernst, wird einer zu mir sagen, mach ein Geschäft auf dieser Basis, würde ich sagen, nee, lass mal. Weil ist zum Scheitern verurteilt. Ja, was soll ich sagen, ey? Kann ich mehr machen als Kredite aufnehmen und versuchen, ein Produkt so ausgereift auf die Beine zu stellen, dass wir anfangen, damit Geld zu verdienen. Anders, wir haben keine Überlebenschance anders. Wir können es vergessen, dass wir ein Spiel rausbringen, wo wir so viel Geld verdienen, Stand jetzt, dass sich's lohnt. Das Einzige, wo ich im Kopf habe, was ein perfektes Setup ist, wäre die Wirtschaftssimulation. Die müssten wir erforschen. Die kostet uns 35.000. Ich bin trotzdem geneigt, das bald zu tun. Einzig und allein aus dem Grund, dass ich irgendwie überleben will und will mit euch ein längeres Let's Play machen, wie einfach nur bis zur nächsten Pleite hin irgendwie versuchen zu überleben. Bin sogar geneigt dazu, einen Spicker auszupacken. Weil... uns bleibt nur die Option, Spiele rauszubringen, die sich verkaufen. Ja? Und das geht halt nur, wenn du weißt, wie. Und alles andere führt hier zwangsläufig in die Pleite. Und erforscht eine Ewigkeit. Echt, das ist der Wahnsinn, wie lange der braucht, um das Ding da zu erforschen. Wir spielen hier auf doppelter Geschwindigkeit. Wir haben schon das Jahr, wo steht's... Also wir sind schon im Monat 5 oder gleich im Monat 6 des Jahres 1981. Wir spielen schon seit einem Jahr und 6 Monaten. Und führen einen Überlebenskampf. Es hat einer unsere Engine lizenziert für 9000. Strike. Wir haben 16.000 zusammen. Nope, können wir nicht. Die Chancen, Geld zu verdienen, werden besser. Aber mit der neuen Engine, die rausgekommen ist, haben wir ein großes Problem an der Backe. Und noch ein neues Feature. Ich bin begeistert. Wir haben das eine noch nicht erforscht, kommt schon wieder was Neues. Und wir können es nicht bezahlen, wenn wir unseren Kredit nicht aufstocken. Komm, mach hin. Das ist übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Alter Spruch von mir, aber trifft hier zu wie nirgendwo anders. Ja klar, mach mal eine neue künstliche Intelligenz. Wir sind immer noch am Scrolling. Ich glaube, uns bleibt keine andere Möglichkeit. Als die Raumgröße zu verändern. Wir haben nicht genug Geld. Wir müssen mal Speed reinbringen. Es bringt alles nichts. Ich kann so nicht weitermachen. Wir müssen Geschwindigkeit reinbringen. Ich hoffe, man kann das nachvollziehen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Pleite gehen oder schneller werden. So, wir holen uns einen Programmierer und wir holen uns einen Game Designer mit 30 ins Haus. Ja, ganz toll. Wir haben einen Aufenthaltsraum freigeschaltet. Ich bin begeistert. Ich
wollte schon immer einen Aufenthaltsraum. So, ich will erstmal Geld verdienen. Ich will erstmal anfangen zu überleben hier mit meiner Firma. Ich will erstmal mit irgendwas so viel Kohle verdienen, dass ich meine Schulden zurückbezahlen kann. Und dass ich nicht pleite gehe am Personal, was ich eingestellt habe. Das ist schon mal ein guter Schachzug. So, wir ballern rein, was geht hier. Come on hier. Komm hier rüber, mach mit, setz dich hin, nicht strecken, setzen, zack, 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 programmieren, programmieren, programmieren. Wir wollen überleben. Unsere Firma steht kurz vor der Pleite und wir wollen überleben. Komm schon. Neuer Auftrag. Neuer Auftrag ist ätzend. Aber er bringt 12.000. So, das haben wir. Genre erforschen. Wirtschaftssimulation. 35.000. Legt mal los. Das Einzige, was ich kann. Also ich hoffe, dass ich es noch kann. Lange nicht mehr gemacht. So, es ist im Prinzip, ist es jetzt der umgekehrte Schritt, den ich gehe. Das war ein bisschen, das war jetzt nicht so gut, glaube ich. Komm mal her. Wir müssen hier drüben Tempo reinkriegen. Wir müssen das fertig entwickeln. Sehr schön. So, die drei schnappen hier rüber. Schreibtisch 1, Schreibtisch 2, Schreibtisch 3. Engine programmieren. Alte Engine upgraden. Die hier bitte alle Features reinpacken, die wir irgendwie haben. Kostet uns 50.000. Wir haben keine 50.000. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das passt, was ich da eingestellt habe. Spielt aber auch erstmal überhaupt keine Rolle. Es ist der pure Überlebenskampf, den ihr hier gerade seht. Ich handle aus Verzweiflung. Das hier hat nichts mit kalkuliertem, wirtschaftlich objektivem, effektivem Vorgehen zu tun. Das ist die pure Verzweiflung, irgendwie nicht pleite zu gehen. Wie viele Features hat die beste Arcade-Engine? 6, wir kommen mit 8. Die kostet 12.000, unsere kostet 12.000. Unsere hat weniger Prozente. Wir sind also somit besser. So, wir wollen ein Spiel entwickeln, kostet uns zu viel Geld. Wir nehmen den maximalen Kredit auf, entwickeln ein Spiel. Dieses Spiel nennen wir... Castle... Manager. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Was anderes können wir gerade nicht machen. So, für einen PC natürlich. Ich hoffe, das reicht von der Kohle her. So, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Alter Schwede, wie war denn das nochmal?
Glaubt ihr, ich wüsste das noch? So irgendwie war das, oder? Bisschen mehr auf Gameplay, Spiellänge, Funktion, Spieltiefe, Core-Gamer. Boah, ich habe keinen blassen Dunst mehr. Ey, ganz im Ernst, ich habe keinen blassen Dunst. So. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Alter, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ich gehe unter. Die Firma geht pleite. Ganz im Ernst, die Firma geht pleite. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ich habe keinen blassen Dunst, was ich hier mache. Das geht so in die Hose. Also ich gehe von aus, ich gehe stark von aus, wir gehen pleite. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich werfe das einfach mal so in den Raum. Es funktioniert nicht. Ohne dass du 100% die richtigen Werte einstellst. Ohne dass du 100% die richtigen Werte einstellst, hast du auf Legendär keine Chance zu überleben. Das ist meine feste Überzeugung. Oder du hast Schweineglück. Mit Schweineglück meine ich, du kriegst am Anfang so viel gut bezahlte Aufträge, dass du so viel Kohle hast, dass du das Spiel, was du entwickelst, aus der eigenen Tasche finanzieren kannst und dann noch die richtigen Einstellungen machst und das Doppelte und Dreifache dabei rausholst. Sauber! Brauche ich genau jetzt. Ich bin sowas von bedient, das kann mir gar niemand beschreiben, wie bedient ich gerade bin. 37%. Die schicken mich, oder? 300 Stück. 139.000 reingesteckt, wir verkaufen 300 Stück. Wir hätten das Doppelte verkaufen können. Aber wir haben ja Spiele-Crash und jetzt müssen wir hier auch noch Updates machen, für die wir kein Geld haben. Das war's. Mein Fazit von einem, der legendär schon durchaus ziemlich erfolgreich und lange gespielt hat. Das ist so zum Glücksspiel verkommen, du hast keine Chance mehr. Ja, es geht gleich vom Markt. Weil wir können ja keine Updates machen. Wir haben 31.000 Schulden. Okay, wir können noch einen Kredit aufnehmen. Nicht aufgeben. Wer aufgibt, habt verloren. Wir geben nicht auf. Wir hoffen, nein, nicht vom Markt nehmen. Bitte nicht vom Markt nehmen. Oh, ich hasse es. Es läuft nicht. Leute, es läuft nicht. Kannst sagen, was du willst, es läuft nicht. Ich würde nicht sagen, es hängt an mir. Ich würde nicht sagen, es hängt an meinem Spielstil. Ich würde sagen, das Spiel ist so
Unbalanced auf Legendär. Du hast keine Chance zu überleben. Geschicklichkeit. Ja, es ist alles, das ist, was ich mache hier, sind alles Notnägel. Lass überlegen, Geschicklichkeit, ein Geschicklichkeitsspiel. Braucht Gameplay. Spiellänge, Funktionen. So, ich habe keine Ahnung. Wir kriegen ja nichts vorgegeben, ne? So, wir entwickeln das Ding jetzt, hoffen, dass wir irgendwie auf die Zielvorgaben kommen. Und dass wir dafür bezahlt werden. Aber ich bezweifle, dass wir es hinkriegen, irgendwie 44% zu kriegen, ohne zu wissen, wie man so ein Spiel macht. Und das ist, glaube ich, das Hauptmanko. Also ich glaube, Legendär darfst du nur spielen, wenn du schon durchgespielt hast und genau weißt, wie du die Spiele einstellen musst. Und aus dem Grund werde ich, falls das hier schief geht, oder auch wenn es nicht schief geht, in der nächsten Folge definitiv wieder einen Spicker offen haben, dass ich Spiele entwickle, die dann perfekt sind. Also die so eingestellt sind, dass man damit die beste Wertung kriegt, die das Spiel kriegen kann. Weil anders haben wir keine Überlebenschance hier. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Was soll ich denn sonst mal? 1%, 2%, 3%. 30.000 Verlust. Danke fürs Gespräch. Ja, anders hast du hier ja keine Überlebenschance. Anders hast du keine Möglichkeit, deine Firma voranzubringen. Und, also, falls ihr mal die Möglichkeit habt, eine Firma zu gründen, wie gerade hier im Spiel, nehmt euer Geld, kauft euch davon einen System-Lottoschein. Habt ihr eine größere Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht. Meine ich allen Ernstes. Ich bin raus. Ich sage an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, mich hier kämpfen zu sehen. Beim nächsten Mal habe ich einen Spicker offen. Wir haben noch 100.000. Das biegen wir so irgendwie hin, bringen Spiele raus, die dann hoffentlich Kohle bringen und versuchen wir die Firma zu retten. Garantieren kann ich nichts. Legendär ist nicht mehr legendär. Legendär ist unspielbar. In meinen Augen. Ihr habt mit Sicherheit wieder andere Erfahrungen gemacht. Wird es den einen oder anderen geben, der als Kommentar hinschreibt, Legendär ist total easy. Mache ich auf dem Weg, läuft super. Überleg, wie oft du starten musstest, bis es super lief. Und wenn es mehr wie 3 Mal war, ist es pures Glücksspiel. Und wenn du nicht 2 bis 3 Mal nacheinander das Ding so gestartet hast, ist es auch pures Glücksspiel, weil dann ist es nicht wiederholbar. Und nicht wiederholbar ist Glücksspiel. So, und deshalb, also ich bin jetzt raus. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.